Durch den Klimawandel schmilzt das Eis in der Arktis und Ölkonzerne dringen die Region vor. Sie wollen noch mehr der fossilen Rohstoffe fördern, die den Klimawandel und das Abschmelzen der Pole verursachen. Ganz vorne mit dabei ist Shell. Der Konzern hat bereits versucht, vor Alaska nach Öl zu bohren. Dort ist Shell beim ersten Versuch gescheitert und hat das Bohrprogramm vorläufig eingestellt. Deshalb nimmt Shell jetzt eine Region ins Visier, wo Korruption und Unfälle an der Tagesordnung sind. Die russische Arktis bietet ebenfalls reiche Ölvorkommen und Shell hat deshalb einen Deal mit Gazprom gemacht. Der russische Staatskonzern ist im Vertuschen von Ölunfällen erfahren und nutzt hoffnungslos veraltete Technik. Erst 2011 ist eine Gazprom-Bohrinsel vor der Küste Sibiriens verunglückt, mit 53 Arbeitern an Bord. Shell sind die Risiken egal, wenn es um das Ölgeschäft in der Arktis geht. Wenn wir Shell nicht aufhalten, ist eine Ölkatastrophe in der Arktis unvermeidlich. Die Arktis ist stärker in Gefahr als jemals zuvor. Aber wenn wir gemeinsam gegen Shell vorgehen, können wir die Arktis retten. Der Deal mit Gazprom ist ein riskantes Geschäft für Shell. Deshalb sagt es allen weiter, Shell muss die Finger von der Arktis in Russland lassen.